Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog mit eurem Xarok. Heute Daily Vlog, Woche 3 hat begonnen. Ja, Montag, macht Spaß, ich freue mich. Und zwar, heute stehen ein paar Dinge an. Ich bin ein bisschen spät dran, um ehrlich zu sein. Es ist jetzt 10 Uhr schon, bevor ich jetzt hier eigentlich mit meiner eigentlichen Arbeit beginne heute. Und zwar muss ich heute Scrap Mechanic machen. Viele wollen weder oder viele schreien nach Fan Creations. Ja, bisschen blöd gelaufen. Der Plan war ein bisschen anders da. Und zwar, dass ich Scrap Mechanic streame und in den Streams die Fan Creations mache. Das war eigentlich so der Plan. Ich wollte das aber erst machen, wenn ich, wenn ich mein Teileditor den Industriebezirk fertig habe, weil ich das ja eigentlich hin platzieren wollte. Aber das wird garantiert noch einen Monat dauern und so lange will ich die Leute jetzt eigentlich auch nicht mehr warten lassen. Deswegen mache ich jetzt Fan-Creations heute, also jede Menge. Und ich werde das ein bisschen anders da machen, und zwar werden dann 2 Scrap Mechanic Folgen am Tag kommen. Also für die Leute, die vielleicht nur meinen Vlog-Kanal verfolgen, unten in der Beschreibung ist ein Link zu meinem Let's Play-Kanal. Also ich mache auch Let's Plays täglich. Und und Scrap Mechanic ist so ein Spiel, wo man so Fahrzeuge bauen kann. Und das ist eigentlich so das, was ich eigentlich hauptsächlich mache. Und auf jeden Fall in Scrap Mechanic, muss ich wieder ein bisschen mehr machen, glaube ich. Ich habe viel gemacht, so ist es nicht, aber ich glaube, die Leute schreien nach Fan-Creations, was man gut verstehen kann. Ich bin einer der wenigen, die noch Fan-Creations machen. Ich will das natürlich auch wieder vorstellen, wieder Sachen vorstellen. Hat ja auch immer viel Spaß gemacht. Und das ist heute meine Aufgabe. Und deswegen heute nur ein kurzer Vlog. Tut mir leid, morgen wieder länger. Mal gucken, vielleicht können wir morgen mal was Cooles machen. Zum Beispiel wirklich die Werkstatt aufräumen. Ich will unbedingt mal die Werkstatt aufräumen. Deswegen endet jetzt auch hier schon der Vlog. Und wir sehen uns dann morgen in alter Frische. Tschüss, bis zum nächsten Mal.